Hallo meine Süßen, Lust auf einen kleinen Haul? Ich war nämlich heute einkaufen. Und zwar bin ich seit 9 in der Früh unterwegs und war einkaufen. Ich war in der Apotheke, weil das Kind braucht immer noch Medikamente. Ich war beim Fleischer, da habe ich gekauft einen Chop, also einen Schweinenacken. Wir machen nämlich Pulled Pork. Dann war ich im Getränkehaus, habe ich eine Kiste Bier geholt, ja, und so ein Cola Orange, so ein, bei euch heißt es Schwibschwab, bei uns heißt es Spezi, und den Erdbeer-Babys mal zum Kosten und noch so irgendwas Rosanes mit Tequila, ja, aber das zeige ich euch dann auf Instagram, was ich gekauft habe und wie es geschmeckt hat. Ich habe urviel Geld ausgegeben, ja. Gut, wo war ich denn noch? Genau, dann war ich bei Müller, also Drogerie, da brauchte mein Mann ein Parfum und ich, so eins für alle Tag, und Leo, ja, diese vier Sachen haben gekostet 120 Euro, so roundabout, also stolzer Preis. Dann war ich muss ein bisschen umräumen. Warte, ich stelle das mal weg. Dann war ich beim Action. Da bin ich hingegangen wegen diesen Tüchern. Zeige ich euch gleich, welche ich meine. Ich wollte mir die Rechnung raussuchen. Weil es sind dort relativ günstig, so Babypopstücher, ja. Ja. So Babypopstücher, weil es sind dort recht günstig, deswegen bin ich hingegangen zum Action. Gekauft habe ich Tischsets. Finde ich ein bisschen cool. Ja? Was haben die gekostet? Soll ich euch das sagen? 2,30 Euro, 10 Stück. Also 30 Stück, 2,30 Euro. Eine Packung, wo 10 drin sind, kostet 77 Cent. Dann habe ich gekauft diese Kekse da. Die habe ich mal irgendwo gesehen und die hat gesagt, das sind so lecker. Habe ich mir gedacht, na gut, kaufe ich die mal. Was kostet das? Klar, ist keine Frage, keine Ahnung, was die sind, ne? Ja, so nicht einmal einen Euro, ja? Dann habe ich so Cookies and Cream gesehen, die habe ich mir auch gekauft. Dann habe ich mir Waffeln mit Karamell drinnen gekauft. Die kenne ich noch aus meiner Kindheit, die waren damals auch lecker. Ich schaue mal, ob das die gleichen sind. Nichts Veganes dabei, ja. Dann habe ich mir gekauft Gelstifte in rosa und in blauer Schwarz, weil sie so hübsch sind. Dann habe ich mir gekauft diese kleinen Scheren. Einmal. Die liegen immer oben bei der Nähmaschine und so, weil sie so klein sind, verschmeiße ich sie auch dauernd. Deswegen kaufe ich mir ständig neue. Die haben nicht einmal einen Euro gekostet. Etwas Marshmallows. Das, wozu ich eigentlich hingegangen bin. Babybobstücher. Die habe ich zum Abwischen von den Händen. Kostet auch nicht einmal einen Euro das Backel. Einmal Hundebobstücher. Ja, weil der Herr Zwetschge hat da hin und wieder ein Problemchen, wenn er sein Geschäftchen erledigt und dann wäre man nervös oder dann müssen wir uns hetzen oder so und dann könnte es sein, dass wir noch ein bisschen schmutzig sind am Bobschi und deswegen nehmen wir natürlich die Feuchttücher, für extra für Hunde gemacht sind, kosten das Dreifache von den anderen, aber sie sind extra für Hunde und für mein Zwetschge ist mir ja nichts zu teuer, ne? Ich bitte da drauf. Kleber. So, dann habe ich gekauft ein Poolkrokodil für die Kinder, die kleinen 15- und 13-jährigen Kinder, damit sie nicht meine nehmen. Dann habe ich gekauft diesen Arizona-Tee, die sind, ich finde die sehr, sehr lecker. Den habe ich in Watermelon, ist sehr gut, Mucho Mango, kosten mal, und Strawberry Lemonade. Ein paar kleine Haribos, die brauche ich, wenn ich Pakete versende, dass ich die da reingebe. Habe ich mir gedacht, das ist was Nettes. Ja, und ich habe mir auch zwei Deos gekauft. Ja, und für das alles habe ich ausgegeben beim Action 36.
2093. Ja. 2,90 € war das teuerste. Oder nein, was ist da? Nein, das teuerste war das Krokodil mit 5,90 €. Ja, alles andere war dann noch. Die Waffeln haben gekostet 1,39 € und die Gelschreiber haben gekostet. Nein, die haben 0,75 € gekostet, einer. Ansonsten war alles unter einem Euro. Außer das Deo hat 1,90 gekostet, also 1,89 € gekostet. Ansonsten war alles unter einem Euro. Würde ich sagen, geht. Oh. Seht ihr ihn? So, das habe ich jetzt mal beim Action ausgegeben. Jetzt muss ich das kurz auf die Seite räumen. So, dann war ich noch beim Merkur. Was ich online bestellt habe, ist so eine Marinierspritze. Hat mir eine, weil ich habe gestern nämlich eine Freundin gefragt wegen ihrem Rezept, weil die haben einen urgeilen Griller, ja, so von Grill Heaven, um den Preis eines Kleinwagens. Und habe gesagt, wegen einem Bullet Pork, und sie hat gesagt, ja, cool ist, wenn man das Fleisch eben auch spritzt. Und deswegen haben wir die Spritze bestellt und die ist sogar noch rechtzeitig gekommen. Ja. Was hat die gekostet? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was die gekostet hat, jetzt nicht so viel. Vielleicht blende ich es euch ein, wenn ich es bis nachher irgendwie in Erfahrung gebracht habe. Ja, dann war ich noch beim Merkur. Dort habe ich bezahlt 98 irgendwas, ja. Weil ich muss ein bisschen auffüllen. Die Western Style sind für mich, die gesalzenen sind für meinen Mann. Und dann habe ich nochmal Red Chili gekauft zum Kosten. Ich habe schon mal gekostet, also er hat schon mal gekostet, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was rausgekommen ist. Ah, das habe ich mir noch beim Müller gekauft, weil ich durstig war. Und habe auch schon total viel getrunken in dieser Zeit. Ich glaube 4 Schluck. Aber was da lustig war, muss ich euch zeigen. Wie steht, seht ihr das? Ist das scharf? Ist scharf. Ich komm mal rum. Na komm. Na. Meine Güte. So. Da steht drauf natürlicher Bodensatz und drunter einmal umdrehen. Das finde ich irgendwie lustig. Jo. Ich bin auch total leicht zu unterhalten. Ich kann eine fürs Lauer Balanceflasche bringt mich zum Lachen. Yeah. So. Dann habe ich gekauft Alpro Not Milk. Schauen wir mal. Meine Freundin hatte schon und sie hat, ich weiß nicht gar nicht, was sie gesagt hat. Ich habe es halt gesehen. Die Milch haben wir gedacht, ich kaufe es halt, weil die schmeckt angeblich wie echte Milch. Ja? Ich werde es meinem Mann mal in den Kaffee lernen, damit ich es weiß. Weil wenn ihm die schmeckt, dann könnten wir diese Milch nehmen für ihn für einen Kaffee. Weil der isst zwar die veganen Sachen ganz gern. Und ich bin ja kein richtiger Veganer, ja, ich bemühe mich halt wenig tierische Produkte zu essen, das ist aber jetzt gerade wieder, wenn ich euch meinen Einkauf auspacke, jetzt ein bisschen wieder komisch, ja, also ich versuche es hin und wieder einzusparen, sagen wir mal so, ja, bei Milch trinke ich nur die Sojamilch zum Beispiel in meinem Kaffee und auch zum Backen und zum Kaffee, ich verwende nur die Sojamilch, ja, also haben wir dann schon mal ein kleines Kälbchen bisschen Milch gerettet, ja. Und was ich noch gekauft? Happy Day Mango, zweimal Mango, zweimal Apfel und zweimal Maracuja. Weil letztens habe ich einen Malibu getrunken. Malibu früh in meiner Jugend, ich wollte schon sagen, mit der Kindheit. Nein, in meiner Jugend haben wir immer Malibu Orange getrunken. Seinerzeit damals in die 80er, 90er. 90er, 90er bitte, ja. Und letztens habe ich die Malibu gekostet mit Maracuja, das war echt lecker, ja? So, weiter geht's. Dann habe ich mal gekauft Burger Buns fürs Pulled Pork. Einmal diese und einmal Brioche Burger Buns. Ich wusste nicht, welche besser schmecken. Und die anderen werde ich halt dann so irgendwie
verbrochen. Ich habe auch was Veganes gekauft, ja. Einmal das hier. Einmal den Frischkäse quasi, den veganen. Vegane Weintrauben. Ja, ich habe letztens bei irgendeiner Obstsorte gesehen, dass da vegan drauf gestanden ist. Lustig, ne? Nicht vegane Schokobons. Chili-Zucker. Der ist auch nicht vegan, gell? Was ist, ist da Dings drinnen? Zutaten. Chiliermittel, Pektin. Pektin ist, glaube ich, vegan. Da wird sicher draufstehen, dass es vegan ist. Ja, ist wahrscheinlich nicht vegan, egal. Ja. Zweimal Spirale. Also Fusilli. Denn meine sind leer. Karotte. Zwiebel. Naschi. Viel Naschi. Faschiertes. Feta-Käse. Naschi. Dann schaue ich, ob wir das hier nochmal aufgeben. Kommt das gut? So, normaler Zucker und Guinness Bier. Da, Guinness Bier. Nicht, weil das irgendjemand bei uns zu Hause trinkt, sondern das brauche ich, das Bullet Pork. Weil das muss ja wieder ein paar Stunden garen und da soll man Guinness dazugeben. Ja? Schau mal. Snack-Radieschen, weil Radieschen habe ich im Garten nicht mehr, die sind irgendwie gar nichts geworden und wir gehen am Sonntag wahrscheinlich wieder wandern. Schauen wir. So, dann Banane, Paprika, zweimal, Fischmandel, Cashew mit Cranberries, auch Fischmandel, Käse für meinen Mann, einen Brie, Äpfel, Orangen, Duplo, Joghurt, dann habe ich einmal Mannerschnitten gekauft. Kennt ihr das in Deutschland, Mannerschnitten? Schreibt mal das in die Kommentare, ob ihr Mannerschnitten kennt in Deutschland. Ein österreichisches Produkt. Dann, was haben wir da noch? Ja, das ist halt für meinen Mann diese Cabanossis. In feurig, in klassisch und mit Käse. Senf, bei dem brauche ich auch. Ich habe nicht mehr genug. Dann das Soja-Cuisine zum Kochen. Dann habe ich noch ein paar verschiedene Käse für meinen Mann auch mitgenommen. Kräuterbutter und Knoblauchbutter. Einen Brunch-Aufstrich. Ja. Und das hier. Das sind diese Cheese Strings, ja. Das ist der Zauberkäse. Ich kann das Wort nicht zu laut sagen, weil sonst kommt das Tier. Die kriegt der kleinere Hund immer, wenn er Bauchweh hat. Fragst mich nicht warum. Wenn er diese Chemiekeule frisst, geht das Bauchweh weg. Ja? Ich meine, es ist tatsächlich richtiger Käse und vielleicht auch ein Tröpfchen Milch drinnen. Ja? Milch, Salz, Säureregulatoren, Lab, Starterkultuxren. Steht das wirklich da, ja? Und Vitamin D. Ja. Ja, aber wenn der kleine Scheißdreck Bauchweh hat, was er ja relativ oft hat, kriegt er da so einen für eine Käsestange und dann ist wieder gut. Ja? Fragt mich nicht warum, es ist so, obwohl Käse eigentlich jetzt nicht so gut verträglich ist, wenn man Bauchweh hat, aber okay, ihm hilft es, deswegen kriegt er das halt. Aber jetzt geht es eh gerade wieder. Jetzt hat er wieder eine Zeit, wo es wieder gut ist mit dem Bauch. So, ja, das war's. Wie gesagt, ich habe bei Merkur ausgegeben 98 Euro. Beim Müller habe ich ausgegeben 120. Beim Action habe ich ausgegeben, was habe ich gesagt, 23 oder sowas. Und beim Krause, beim Getränkehaus habe ich 50 ausgegeben. Also es war so für einen Vormittag eine recht nette Betriebsausgabe, würde ich sagen. Ne? Gut, ich räume die ganze Scheiße jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wieder mal einen Haul zu sehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Bussi.
Baba!